Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zu einem neuen Angezockt. Und wir wollen heute Dreams anzocken, oder? Hieß doch Dreams, oder? Doch, Dreams. Das ist, wie gesagt, Early Access momentan. Also, wie gesagt, sage ich euch jetzt, Early Access. Also, es kann, was ich euch jetzt hier zeige, von der fertigen Version natürlich abweichen. Minimal oder stark, das ist. Keine Ahnung, unterschiedlich. Ist ja nicht mein erstes Early Access Spiel, weil ich habe ja schon Fortnite damals im Early Access gespielt gehabt. Da gab es noch kein Battle Royale. Und wie gesagt, das gibt es jetzt hier ganz normal bei PSN. Ich spiele es auf der PS4. Ich werde das Video jetzt nicht, kein Intro, kein Outro, nichts rendern, gar nichts. Ich werde das so lassen, so aufnehmen, wie ich es jetzt hier vor mir auch sehe, 4K. Weil die PlayStation ja hochrendert, also so nehme ich das Bild jetzt auf. Könnt ihr von mir aus, könnt ihr das zeigen. Oh, da ist der Sackboy da hinten. Spannend. Soweit ich weiß, ist es auch wieder Sony exklusiv. Am Anfang war nichts. Keine Bewegung, kein Geräusch, Leere, ganz und gar. Dann plötzlich. Ein Fleck. Eine Idee. Es könnte alles Mögliche sein. Es könnte alles sein. Aber geil, Mann. Muss ich sagen. Licht. Farben. Und was das Spannendste war, Leben. Jeder kann sich dieser Macht bedienen. Jeder hat einen Wichtel. Sie sind der Schlüssel zur Macht im Traumiversum. Im Traumiversum kann man ihre Energie spüren. Wähle dir einen eigenen aus. Welcher darf es denn sein? Ich glaube, ich werde den blauen nehmen. Ja doch, PlayStation blau, ich nehme blau. Oder kommen da noch andere? Nee. Ich nehme den blauen. Ja, der da gehört jetzt dir. Ein Wichtel. Okay, ich habe ein Wichtel. Leg dich doch hin, Katerchen. Mal sehen, was dein Wichtel alles kann. Ja, zeig Halte mir, was er die kann. Optionstaste gedrückt. Da ja, toll! Dein Wichtel reagiert auf kleinste Bewegungen deines Wireless-Controllers. Ah, okay. Er ist mit dem Bewegungssensor des Controllers verbunden. Sobald du deinen Controller auch nur ein winziges Stückchen bewegst, wird dein Wichtel reagieren. Sehr cool. Ist wie bei VR. Los, beweg deinen Wichtel etwas.
Stell dir vor, die Leuchtleiste vorne am Controller wäre eine Taschenlampe, die ihm den Weg weist. Siehst du diesen kleinen Haufen da vorn? Bewege zum Berühren das spitze Ende des Wichtels. Genauso. Jetzt schnapp dir die beiden Haufen oben und unten. Wie fühlt sich das an? Super. Ja, hervorragend. Ja. Du kannst den Wichtel auch an den Bildschirmrand stoßen lassen, um ihn neu zu kalibrieren. Läuft er dir aus dem Ruder, kannst du ihn durch Drücken und Halten der Optionstaste neu zentrieren. Das habe ich schon ein paar Mal gemacht jetzt. Jetzt kommt das Traumiversum dran. Versuche all die tanzenden Formen zu fangen. Entfessle die Farben und Klänge. Sehr gut. Du bist ein Naturtalent. Ja, Zocker aus Leidenschaft halt. Wow, eine wahre Symphonie. Wie du siehst, beeinflusst dein Wichtel alles, was er berührt. Ob laufend, fliegend oder hüpfend. Alles, was deine kühnsten Träume erschaffen. Du bist großartig. Du bist wunderbar. Du bist ein Traumsurfer. Du bist... Ich bin Traumsurfer, okay. Oh, ich muss wieder justieren. Oh nein. Du hast die Wand des Zweifels gefunden. Keine Sorge. Jeder zweifelt anfangs an sich. Siehst du den lockeren Siegel? Ja. Versuche, ihn mit der Wichtelspitze zu greifen. Genau so. Reiß die Mauer ein. Sieh dir den Ziegel an. Wofür hält er sich eigentlich? Weg mit ihm. Deine Idee macht sich davon. Hinterher. Also genauso süß gemacht wie Little Big Planet. Sie sollte also irgendwo hier drin sein. Oh, mehr Hindernisse. Weg damit! Da ist sie. Los, Träumer, schnapp sie dir. Es ist halt alles, um den Controller kennenzulernen und die Bewegung. So. Dunkel. Die einzige Energiequelle bist du. Also was jetzt? Dream. Ah, wir haben Licht. Guter Anfang. Wenn wir doch nur wüssten, wie wir diesen Ort erkunden können. Langsam haben wir den Dreh raus. Da muss man doch irgendwie raufkommen. Gut gemacht. Wir haben es fast geschafft. Jetzt sagen viele garantiert, oh, wir haben ein Kinderspiel. Sieh mal, der Setzling. Das Traumiversum mag es gerne grün. Achso, wir müssen erstmal raus und dann. Ja, genau. Erstaunlich, was ein bisschen Pflege ausmacht. Fast geschafft. Thank you.
endlich da. Dreams. Dein weites, schillerndes, großartiges Universum an Möglichkeiten. Fang an zu träumen. Also mit R2 kann ich so hin und her springen, rausrennen. Das hier ist dein ganz eigenes Zuhause. Hier beginnen all deine Träume. Wie du siehst, freut sich unser Freund der Kegel, dir beim Herumlaufen zu helfen. Du hast eine Preisblase. Sehr gut. Hier liegen noch mehr herum. In ihnen sind viele nützliche Dinge. Versuche noch mehr zu finden. Tolle Fundstücke. Jetzt gehen wir zum Eingang ins Traumiversum. Drücke die Kreistaste, um deinen Wichtel zurückzuholen. Klicke mit der Wichtelspitze auf diesen kleinen Energieball. Es gibt so viel zu sehen. Schwere Entscheidungen. Beim Traumsurfen kannst du Kreationen von anderen Träumern erleben. Oder schau beim Traumformen vorbei und erstell etwas Eigenes. Ah, der Zuhause-Editor. Ein toller Ausgangspunkt für deine kreative Reise. Wir arbeiten gerade noch daran. Schon bald wirst du hier Dinge ablegen können, die du erstellt hast, damit du dich zu Hause fühlst. Wow, diese tollen Sachen hast du bisher gefunden. Und es gibt dort noch viele mehr. Sieh auch, was die Leute von Media... Oh, das sieht schick aus. Wo würde das gut hinpassen? Stören, drehen, skalieren. Wir haben die Glühbirne. Oh, das ist ein bisschen weit weg, glaube ich. Da bin ich ein bisschen falsch gestempelt. Okay, habe ich.
Haben wir hier alles gesammelt. So, müssen wir mal kurz gucken noch, ob das auch Trophäen hat. Da sind ja auch mal viele neugierig, ob es Trophäen hat. Nee, es hat keine Trophäen. Bus-Simulator habe ich als letztes gespielt. Das hat keine Trophäen. Wir können auch hier gucken. Hier sind keine Trophäen abgebildet. Er ist ja auch der Early Access, also ich denke mal, in der finalen Version wird es dann Trophäen haben. So, wir können jetzt zu Hause editieren, haben wir gemacht. Traumsurfen, Traumformen. Wir werden mal einen Traum formen. Das ist das Traumformen. Hier hast du die Kraft, alles zu kreieren, was du dir vorstellen kannst. Alles! Musik, Geschichten, Kunstwerke oder ein ganzes Spiel. Selbst etwas, das bislang noch keinen Namen hat. Erstelle Dinge von Grund auf mit den Traumwerkzeugen oder mache mit ihnen aus Kreationen anderer Träumer einen Remix. Erstmal nehme ich dich mit in die Träumewerkstatt, in der mein Freund, der Träumearchitekt, dir die Geheimnisse des Kreierens zeigt. Oh, süß gemacht, ey. Nein. Geh ruhig rein. Er beißt schon nicht. Versprochen. Oh, das bleibt dran. Gummiecken abruppen, hm? Ja. Du willst Traumformen also von der Pike auf lernen, aber du weißt nicht genau, wo sich die Werkzeuge auf dem Regal befinden oder wie das spannende Gerät funktioniert. Oder du willst erfahren, dass die will nämlich gerade vom Tisch die Gummikante abmachen. Architekt, hilf uns bitte. Eigentlich wäre sie jetzt am Schlafen dran, aber... Ah, hallo Architekt. Vorbei. Hallo Königin. Warum bin ich ein Eichhörnchen? Dein äußeres Erscheinungsbild ist nur vorübergehend. Mir gefällt's. Sieht gut aus. Danke. Besser als letztes Mal. So, zeig unserem Traumformer hier, wie man kreative Kräfte entfesselt. Okay, folge mir, Träumer. Oh, wie schön, dass du hier bist. Ich habe mich schon sehr darauf gefreut. Ich möchte dir so viel zeigen. Gameplay, Animationen, Kunst. Dir stehen unbegrenzte Möglichkeiten offen. Das ist die Träume-Werkstatt. Oh. Welchen Controller hast du? Normalen. Starte Tutorial. Okay, Träumer. Ich hoffe, du hast deinen Wichtel unter Kontrolle. Ja. Ich habe ein paar tolle Tricks, die ich dir zeigen will. Einige sind einfach nur okay. Du solltest die Schritte sorgfältig befolgen, wenn du alles aus diesem Tutorial rausholen willst. Es geht nicht nur darum, das Ende zu erreichen. Der Weg dorthin zählt. Gleich erstellst und bearbeitest du deine eigenen Szenen im Bearbeitungsmodus. Als erstes zeige ich dir, wie du dich in einer Szene bewegst. Ich guck doch gar nicht. Ich guck doch ganz normal. Vorsicht, willkommen im Bearbeitungsmodus. Dass du im Bearbeitungsmodus bist, erkennst du am Zusammenbaumodus-Symbol oben links auf dem Bildschirm. Ah, da. Solltest du Hilfe bei der Steuerung benötigen, wähle dieses Symbol mit der X-Taste aus. Und wähle es erneut aus, um die Hilfe zu verbergen. Am oberen Bildschirmrand siehst du das Zusammenbaumenü. Dort findest du alle Werkzeuge und Modi, die du zum Erstellen von Szenen benötigst. Das Zusammenbaumenü lässt sich durch Drücken der Quadrattaste öffnen und schließen. Noch brauchst du es nicht, also kannst du es ruhig mit der Quadrattaste schließen. Hab ich gemacht. Zuerst zeige ich dir, wie du dich im Bearbeitungsmodus bewegst. Das ist ein bisschen anders als im Spielmodus. Damit du etwas zu tun hast, habe ich irgendwo in dieser Szene eine Puppe versteckt, die wir in späteren Tutorials brauchen werden. Ich habe dir Hinweise hinterlassen, damit du sie findest. Bevor wir den ersten Hinweis suchen, sollten wir uns umsehen. Momentan siehst du vor dir eine schwebende Insel mit Formen darauf. Wenn du den rechten Stick nach links und rechts bewegst, kannst du dich in der Szene umsehen.
Gibt es hier in der Nähe einen orangefarbenen Kegel? Gefunden. Hier gibt es auch irgendwo einen blauen Würfel. Versuch, ihn zu finden. Versuche jetzt mit dem rechten Stick nach oben zu schauen, um die pinke Pyramide zu finden. Da ist sie. Okay, wenden wir uns wieder den Formen zu, die auf der Insel schweben. Mein erster Hinweis ist irgendwo auf dieser Insel versteckt. Bewege dich mit dem linken Stick um die Insel herum. Drücke den Stick nach links und rechts, um dich seitwärts zu bewegen. Und nach oben und unten, um dich vor und zurück zu bewegen. Merk dir, mit dem linken Stick bewegst du dich, mit dem rechten Stick siehst du dich um. Ganz einfach. Wenn dein Wichtel die Mitte verlässt, halte die Optionstaste gedrückt, um ihn neu zu zentrieren. Findest du hier etwas, das ein Hinweis sein könnte? Sobald du den Hinweis gefunden hast, kannst du weitermachen. Du kannst dir diesen Schritt nochmal ansehen, wenn du magst. Fahre mit deinem Wichtel über die Schaltflächen im Video, um zu sehen, was passiert. Verwende die Überspringen-Schaltflächen, um zwischen Tutorial-Schritten zu navigieren. Oder spule einfach 10 Sekunden zurück, falls du etwas verpasst hast. Wenn dir das Video im Weg ist, greife und bewege es mit deinem Wichtel, indem du R2 verwendest. Du kannst das Video minimieren und nur mit dem Audio spielen. Oder du kannst es maximieren und es dir in der Anweisungen-Ansicht ansehen. In der Anweisungen-Ansicht kannst du mehr Informationen zu den Schritten sehen. Sobald der aktuelle Schritt fertig ist, drücke die Pfeilschaltfläche, um zum nächsten Schritt zu gehen. Und, Hinweis gefunden? Er war auf der Rückseite einer dieser Formen. Sieht nach einer Rakete aus. Ich liebe verschlüsselte Botschaften. Schau dich mit dem rechten Stick um und halte nach allem Ausschau, was mit Raketen zu tun hat. Ah, sieh mal dort drüben. Auf der Insel, in der Ferne. Diese Formen sehen denen im Hinweis sehr ähnlich. Los, flieg dort drüber und sieh nach. Denk daran, wenn du den linken Stick nach oben drückst, bewegst du dich vorwärts. Mit dem rechten Stick änderst du die Richtung. Vergiss nicht, du kannst den Wichtel neu kalibrieren, indem du die Optionstaste gedrückt hältst. Sobald du die Insel erreichst, achte darauf, dass du den Zylinder und den Kegel direkt ansiehst. Wenn du bereit bist, mach mit dem nächsten Schritt weiter. Schon gemacht. Erinnere dich an den ersten Hinweis. Der Kegel befand sich auf dem Zylinder, oder? Ja. Aber wie kannst du die Formen bewegen? Im Bearbeitungsmodus interagierst du mit allem mit Hilfe deines Wichtels. Um genau zu sein, mit der Spitze deines Wichtels. Siehst du dort ein Symbol in einem Kreis? Daran erkennst du, welches Werkzeug der Wichtel verwendet. Jetzt ist es das Pfeilsymbol. Das heißt, der Wichtel verwendet das Bewegen-Werkzeug. Das ist das Standardwerkzeug im Bearbeitungsmodus, da es beim Bearbeiten einer Szene viel darum geht, Dinge zu verschieben. Sehen wir uns den Wichtel in Aktion an. Greife zuerst den Kegel. Fahre mit deinem Wichtel darüber und halte R2 gedrückt. Jetzt, da dein Wichtel den Kegel hält, kannst du ihn mit der Bewegungssensorfunktion des Controllers bewegen. Versuche, ihn auf dem Zylinder zu platzieren, so wie in dem Hinweis. Bewege den Kegel mit dem linken Stick vor und zurück. Objekte können sich in Szenen überschneiden und überdecken, also muss es nicht perfekt sein. Bringe ihn ungefähr auf Position und ich zeige dir später, wie man ihm den Feinschliff verpasst. Das sieht ziemlich gut aus. Zumindest aus diesem Winkel.
Da du deine Szenen in einem dreidimensionalen Raum erschaffst, solltest du deine Schöpfungen immer aus verschiedenen Winkeln betrachten. Am leichtesten geht das mit der Fixkamera. Anstatt die Objekte zu verschieben, die du greifst, bewegt die Fixkamera deinen Blickwinkel um sie herum. Versuch's mal mit dem Kegel. Fahre über ihn und halte dann R1 gedrückt. Du kannst deinen Blickwinkel mit dem linken und rechten Stick um den Kegel herum bewegen. Ganz einfach. Jetzt kannst du dir alles genau anschauen und sicherstellen, dass der Kegel gerade sitzt. Nicht so wie meiner. Lass R1 los, um die Fixkamera zu beenden. Und verwende R2, um alle Anpassungen vorzunehmen, die du möchtest. Hier ist ein kleines Geheimnis namens leicht anstoßen. Wenn du R2 nicht ganz herunterdrückst, sondern nur leicht gedrückt hältst, kannst du den Kegel langsam bewegen und präziser steuern. Sobald du damit zufrieden bist, wie gerade der Kegel ist, kannst du zum nächsten Schritt übergehen. Dankeschön. Hey, sieh mal einer an. Noch ein Hinweis. Es ist ein Molekül. Das weiß ich, weil ich es da hingelegt habe. Spiel einfach mit. Warum schaust du dich nicht mit dem rechten Stick um und siehst nach, ob du noch ein Molekül findest? Ja, da. Da ist eins. Da drüben bei der Insel. Du bist auf einer heißen Spur. Es wird Ewigkeiten dauern, bis wir mit dem linken Stick dort ankommen. Zum Glück kannst du mit der Fixkamera schneller dorthin gelangen. Versuch's mal. Fahre mit deinem Wichtel über den orangefarbenen Würfel in der Ferne. Halte R1 gedrückt, um ihn mit der Fixkamera zu greifen. Drücke dann den linken Stick sachte nach oben, um hinüber zu zoomen. Halte einfach R1 gedrückt, bis du bei der Insel angekommen bist. Siehst du? Ich hab doch gesagt, dass es so schneller geht. Aber es gibt einen noch schnelleren Weg, durch eine Szene zu huschen. Es funktioniert wie die Fixkamera, aber du musst außerdem L1 gedrückt halten. L1 ist nämlich eine ganz besondere Taste. Kennst du die Umschalttaste, die auf einer Computertastatur die Funktion einiger Tasten ändert? Genauso ändert sich auch in Dreams die Funktion der anderen Controller-Tasten, wenn du L1 gedrückt hältst. Am besten zeige ich es dir einfach. Siehst du die Rakete, die du vorhin gebaut hast? Fahre mit deinem Wichtel über sie. Halte jetzt L1 gedrückt und drücke R1, die Fixkamera-Taste. Diesmal musst du sie nicht gedrückt halten oder den Stick verwenden. Wow! Schnell, was? Versuch es auf dem Rückweg nochmal. Fahre mit deinem Wichtel über den orangefarbenen Würfel und halte L1 gedrückt. Hab ich gemacht. Drücke dann R1, um hinüber zu zoomen. Jetzt, wo du weißt, wie du dich schnell umherbewegst, versuche den nächsten Hinweis irgendwo auf dieser Insel zu finden. Denk daran, dir die ganze Insel mit der Fixkamera von allen Seiten anzusehen. Sobald du den Hinweis gefunden hast, kannst du weitermachen. Hast du den letzten Hinweis gefunden? Er war auf der Rückseite des orangen Würfels. Was könnte das nur bedeuten? Wenn ich Augen hätte, würde ich dir jetzt zuzwinkern. Ich sehe hier keine anderen grünen Mülleimer. Es sei denn... Natürlich! Der Mülleimer ist das Symbol des Löschenwerkzeugs. Ich bin so gerissen. Das bedeutet wohl, dass wir den orangefarbenen Würfel löschen.
Im Bearbeitungsmodus kannst du alles mit der Dreiecktaste löschen. Fahre einfach mit deinem Wichtel über den Würfel und drücke dann die Dreiecktaste. Und er ist weg. Diese Werkzeuge sind mächtig. Lösche als nächstes die orangefarbene Kugel. Haben wir schon. Wenn du deine Meinung änderst oder das falsche Objekt löschst, kannst du dies mit der Linkstaste rückgängig machen. Und wenn du den Schritt wiederherstellen möchtest, drücke einfach die Rechtstaste. Du kannst so gut wie alles rückgängig machen und wiederherstellen, nicht nur Löschvorgänge. Oh, sieh mal, in dem Würfel war ein Hinweis versteckt. Ein Pfeil? Vielleicht gibt es in der Nähe einen ähnlichen Pfeil. Sieh dich mit dem rechten Stick um und schau, ob du ihn findest. Sobald du ihn gefunden hast, kannst du zum nächsten Schritt übergehen. Das war mein letzter Hinweis, der dir die Richtung anzeigte. Die Insel befand sich genau über uns. Ich weiß, dass du jetzt Experte darin bist, dich mit dem linken und rechten Stick zu bewegen. Aber ich werde dir noch eine weitere Technik zeigen. Weißt du noch, wie es sich auf die Fixkamera auswirkt, L1 gedrückt zu halten? Es kann sich auch auf die Funktion des linken Sticks auswirken. Normalerweise bewegst du dich damit in Blickrichtung vorwärts und rückwärts. Aber wenn du gleichzeitig L1 gedrückt hältst, bewegst du dich mit dem linken Stick stattdessen nach oben und unten. Versuche mit dieser Methode auf die letzte Insel zu gelangen. Positioniere dich so, dass du auf den orangefarbenen Pfeil schaust, der nach oben zeigt. Halte jetzt L1 gedrückt und drücke den linken Stick nach oben. Wir heben... Da sind wir schon dabei, das haben wir schon. Okay, hier ist die Puppe, die ich für dich reserviert habe. Nennen wir sie Conny, weil sie so konisch ist. Wir müssen Conny durch die Tür führen, um das Tutorial abzuschließen. Dafür müssen wir zuerst in den Spielmodus wechseln. Denk dran, du befindest dich gerade noch im Bearbeitungsmodus. Da erstellst und bearbeitest du deine Szenen. Im Spielmodus kannst du die Szene so erleben wie ein Spieler, der sie im Traumiversum findet. Du kannst im Spielmodus keine Änderungen vornehmen, aber du kannst Charaktere steuern und ausprobieren, was du erstellt hast. Wechsle nun in den Spielmodus. Drücke einfach die Optionstaste auf deinem Controller. Fahre mit deinem Wichtel über das Controller-Symbol und drücke dann X, um es auszuwählen. Um eine Puppe in einer Szene zu steuern, musst du sie zuerst mit R2 in Besitz nehmen. Probier's aus. Das müssen wir ja. Dann können wir das überspringen. Jetzt noch die Wolken. Netter kleiner Fleck, um allen dein bestes Selbst zu zeigen. Und eine Bleibe für deinen wichteligen Freund. Mach es dir gemütlich. Aha, wie kann man mich denn sehen, dass ich Level 1 bin? Ist ja geil. Und den Wichtel anpassen. Jetzt kannst du deinen Wichtel anpassen. Hier siehst du nur eine kleine Auswahl. Später gibt es noch mehr. Ah, hier kann
kann ich auch dann den Wichtel ändern. Ich habe gedacht, ich kann ihm jetzt eine Brille aussetzen oder irgendwas dergleichen. Oh, ich kann das Farbschema anpassen. Oh, ich will blau. Beschreibung bearbeiten. Beschreibe ich jetzt. Ja, mal. Ist ja geil. Folgst ein. Wem folge ich denn? Freunde. Ach, Abendstern hat das auch. Abendstern folgt 10 Leuten. Level 3. Okay, sehr cool. Mir folgt keiner. Okay. Ja, wusste ja noch keiner, dass ich es habe. Anpassen. Cool. Aber süß gemacht ist es. Oh, da werden wir aber viel machen können hier. Ich glaube, da werde ich mal mehr Videos machen als nur eins. Das ist wieder so was richtig cooles wie Little Big Planet. Little Big Planet mit mehreren Leuten zusammen macht richtig Spaß. Wenn sie, und, oh, was haben wir denn hier? Und hier werden sie es garantiert auch so machen. Oh. Ach so, cool. Geh mal hier in den Kreis. Irgendwie kriegen wir das bestimmt da auch noch auf. Irgendwie kriegen wir das auch noch auf. Aber das ist echt süß gemacht. Also, ich justiere den mal in die Mitte. Also. Dann würde ich jetzt hier auch erstmal einen Cut machen. Wie gesagt, ist Early Access. Ist, so wie es jetzt ist, heißt es nicht, dass es so bleibt. Es kann sich noch einiges ändern. Machen wir noch ein Stück höher so. Aber so ist es auf jeden Fall jetzt schon mal sehr, sehr süß gemacht. Ich werde das auch auf jeden Fall noch weiter spielen. Das werden wir vielleicht auch mal die nächste Zeit streamen. Kriegt er im PSN für, glaube ich, 19 Euro oder so. Ich weiß es jetzt nicht genau. Aber es ist wirklich verdammt süß. Und ich habe jetzt bis jetzt nur ein Tutorial gemacht. Ihr habt gesehen, das ist, da kann man viel machen. Wir müssen noch, eigentlich müssten wir mal einen Traum noch von jemandem erleben, würde ich sagen. Wir machen noch mal einen Traum erleben. Wir machen noch einen Traum surfen, machen wir noch. Dann haben wir das auch durch. Wir haben selber das Tutorial durch. Wir können unseren eigenen Traum gestalten. Ah. Traumsurfen. Müssen wir noch machen. Hier erkunden wir die Wildnis des Traumiversums. Die Wildnis des Traumiversums. Und treffen dabei auf die seltsamsten und umwerfendsten Ideen und Kreationen. Tauche ein in die unzähligen Spiele,
Animationen, Musikvideos und alle möglichen Welten und Erfahrungen, die andere Träumer wie du erstellt haben. Das Traumsurfen ist ein niemals endender, ewig wechselnder Fluss an Vorstellungen. Die Stimmung, die Stimme erinnert mich auch an Little Big Planet, die Einleitungsstimme. Und auch mit dem Traumiversum, was haben wir denn? 25%. Aus der Community. Einzelspieler. Oh, was haben wir denn hier? Dark Tower. Oh, ey, das ist wieder. Gibt's wieder so viel. Wie machen wir das mit den Katzen? So, Daumen hoch. Spielen. Jetzt machen wir wirklich einen Schlussstrich. Wir haben ja jetzt hier ein bisschen Traumsurfen gemacht. Oh, wir gucken uns nochmal an. Da gibt es ja. Oh. Also Super Mario-mäßig hier. Guckt euch das mal an. Einzelspieler. Einzelpräsenz. Oh, Yoda. Sonic. Oh, da haben die Leute sich wieder so ausgetobt. Das ist so geil. Das war auch bei Little Big Planet immer so geil. Da gab es so viele coole Levels, was von irgendwelchen Leuten gemacht wurden. Das war einfach richtig geil. Es macht Spaß. Es macht Spaß. Ich finde es geil. Wir könnten das auch echt mal im Stream mal ein paar Träume durchmachen oder so. Das könnte ich mir gut vorstellen. Also von mir auf jeden Fall Daumen hoch. Ich finde es cool.
Ich bin mal gespannt, wo die Reise mit dem Spiel noch hingeht. Ich werde auf jeden Fall noch weiterspielen. Ich werde vielleicht, wenn ihr Bock habt, mache ich später nochmal ein Video dazu. Und vielleicht auch mal streamen. Ich bin echt gespannt, wo da die Reise hingeht. Also das ist, hat einen guten Ansatz, auch mit der Community, dass man halt von anderen das alles sehen kann, erleben kann, bearbeiten kann. Mich kann man sehen, was ich mache, kann man machen, also nacherleben oder bearbeiten, wenn man sagt, oh naja, da könnte das und das besser aussehen. Oder die Figur ist ein bisschen schief, machen wir mal darüber und so. Richtig cool. Richtig cool, richtig geil. Also wenn das so weitergeht, mega. Mega, mega, mega. So, nichtsdestotrotz mache ich jetzt hier erstmal einen Schlussstrich. Wir sind jetzt schon bei 45 Minuten. Ich denke mal, das reicht. Wenn ihr Fragen habt, in die Kommentare posten. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, haut rein, ahoi. Sagt euer Odin.